Holiday is over now. Everyday life begins again. People are looking forward to their home and their family and friends. Now quickly take the suitcase and go home. But what if your own luggage doesn't arrive? What happened? My suitcase is gone. Did this ever happen to you before? My whole identity was in this case. Wie würden Sie sich fühlen, wenn der Koffer nach einem langen Urlaub nicht ankommt? Also ich denke, grundsätzlich würde es mich nicht besonders aus der Fassung bringen. Die Dinge, die ich in diesem Koffer habe, die kann ich anzunehmenderweise ersetzen. Möglicherweise ist der Pass, falls der aus irgendeinem Grund im Koffer stecken würde, eine Aufregung. Vielleicht eine schöne Muschel, die ich gesammelt habe, oder ein schöner Stein. Aber auch diese Dinge sind ersetzbar. Also insofern bin ich niemand, der da Unmengen an Dingen mitschleppt, die als unersetzlich gelten und nicht mehr wiederbringbar sind. Und ich glaube, die ganz schönen Erinnerungen, die habe ich dann im Kopf und somit ist die Situation gerettet. Aus persönlicher Erfahrung gesehen, schrecklich. 4 Tage ohne Koffer in Teneriffa, eine Selbsterfahrung. Aber auch spannend, ein kleines Plastiksackerl und man kann daraus leben und am 4. Tag das reine Vergnügen. Ja, schlecht, weil ich habe es schon mal gehabt, wie ich in England war auf Urlaub und ich war nur Wochen und er ist erst, glaube ich, am 3. oder 4. Tag angekommen. Und bis dorthin habe ich nur so ein kleines Überlebenssackerl gekriegt, wo eine Unterhose drinnen war und ein Zahnbürstel und ja, war nicht so toll. According to a survey at the airport, this pie chart shows us the reasons of baggage loss. Almost 3/4, 73% of the suitcases come to a wrong conveyor belt. 22% don't leave the departure airport, and only 5% of the suitcases are not picked up or are stolen. For the people who lost their luggage, it is understandable that they are sad and don't know what to do. But the good news for these people are that the luggage comes back in about 48 hours. Fortunately, the suitcase has arrived despite all difficulties. All's well that ends well.